Seit einer Woche steht die LDP-Präsidentin Maria Iseli im Sperrfeuer von Medien und den anderen bürgerlichen Bündnisparteien wegen ihrer LDP-Gewerbliste. Heute hat sie ihren Regierungsrat Christoph Eimer in die Safra-Zunft mitgenommen, um vor den Medien zu reden. Was die LDP zu sagen hatte, Michi Wieland. Dass sich ein Regierungsrat für Parteiangelegenheiten stark macht, ist eher außergewöhnlich. Beim Christoph Eimer war es heute genauso gewesen. Vor den Medien hat er die LDP aus der Schieflage retten. Also ich weiß nicht, ob man sie aus dem Schlamassel ziehen muss, aber erstens einmal stand ich loyal zu der Parteipräsidentin, die nach meinem Dafürhalten, auch wenn Fehler passiert sind, zu Unrecht so hart kritisiert wird. Und zweitens finde ich, man müsste jetzt eigentlich Frieden stiften, ein grosses Wort. Es darf nicht sein, dass man so aufeinander losgeht in einem politischen Lager, wo eigentlich abgemacht hat, man arbeitet zusammen. Angefangen hat das öffentliche Friedensangebot aber mit einer Entschuldigung von der Parteipräsidentin. Eine Entschuldigung für die grossen Irritationen, die im bürgerlichen Lager entstanden sind. Sie können mir glauben, das tut mir sehr, sehr leid. Und das ist ganz sicher nicht in meiner und ganz sicher nicht in der Absicht der liberalen Partei gewesen. Seit einer Woche ist die Parteipräsidentin in den Schlagzeilen. Wegen einer Gewerbeliste für die Nationalratswahlen wird die LDP ohne Abspruch mit den bürgerlichen Partnern FDP, CVP und SVP lanciert hat. Es hat Kritik aus den eigenen Reihen und die Partner haben sich nicht auf Diskussionen einlassen. Eine Lösung ist bis heute gescheitert. Die anderen Parteien haben sich auf eine Art, schon scheint mir, ich möchte wirklich nicht irgendwie aggressiv sein, es sich irgendwie eingerichtet. Das heisst aber, dass man sich nicht bewegt und dann ist der dritte Sitz nie nichts. Denn so hat der ursprüngliche Plan von der LDP ausgesehen. Die Gewerbliste hat mit der LDP-Nationalratsliste als Unterliste sollen verbunden werden. Dann wären die Stimmen für die Gewerbliste direkt der LDP-Parteiliste zugutekommen. Damit hat sich die LDP erhofft, ihren Nationalratssitz zurückzuerobern, den sie vor 4 Jahren verloren hatte. Wir haben eine gewisse Dynamik und Bewegung in Kauf genommen, dass sie jetzt sich so überschlagen hat. Das ist nie und nimmer die Intention sie, und wir haben gewisse Sachen auch nicht in der Hand. Das muss man wissen, wenn gewisse Leute nicht nebeneinander sitzen in einer Medienorientierung und dann, die gar nichts mit den Wahlen zu tun haben, gar nichts, und dann so etwas platzen lassen. Also für das kann ich die Verantwortung sicher nicht übernehmen. Einen eigentlichen Vater oder Mutter von der Gewerbliste gäbe es nicht, so die Partei. Der Andreas Burkhardt selber sei die nötigen Unterschriften sammeln. Ein Schnellschuss sei die Liste gewesen. Erst nach dem 18. Juli hat man sich dazu entschlossen, sie durchzuziehen. Es war eine grosse Hektik drin, das ist richtig. Ich glaube, es muss das auch vertragen, dass die Politik mal ein bisschen lebendiger wird und dass man das eine oder andere rasch geht, auch wenn in der Kommunikation da das eine oder andere sicher letzt gelaufen ist. Anstatt die Gewerbliste jetzt bei der LDP anzukoppeln, soll sie als 5. Liste in die bürgerliche Allianz aufgenommen werden, so der neue Plan der LDP. So kommen die Stimmen allen Partnern zugute. Aber noch vor der Medienkonferenz heute am Nachmittag haben die bürgerlichen Partner von der LDP deutlich signalisiert, dass sie zu keinen Gesprächen mehr bereit seien. Die Liste heigen im Verbund nichts zu suchen. Was ist eigentlich jetzt gleich, dass man so richtig könnte Krach haben mit jemandem und schon gar nicht im ähnlichen politischen Lager? Und darum finde ich unbedingt, wir müssen miteinander reden. Es kann doch nicht sein, dass bei dieser Situation, bei dieser Realität, die wir haben, dass die Stimmen etwas bringen von der Gewerbliste, definitiv Türen zugeschlagen worden sind. Bis am nächsten Montag muss eine Lösung da sein. Sollte die Listenverbindung scheitern, wird die Gewerbliste quasi als eigene Partei dastehen und Stimmen kämen dann nur den Gewerblistenkandidaten zugute. Geholfen wäre niemandem.